Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 7. Die Stimmung ist groß. Liu Bei greift die Wurmi an, weil er immer noch erzürnt ist über den Tod seines Schwurbruders Guan Yu. Ja, kann man verstehen, aber jetzt planlos einfach die Wurmi anzugreifen, von Rache erfüllt. Da kennt Liu Bei nichts, aber sehr, sehr planlos. Naja, was soll's. Irgendwie kann man ihn ja ein bisschen verstehen. So, reden wir mal mit Lian Chi. Yo, die, so schlecht für die beiden, weil Sun Shengxiang, die Schwester von Sun Quan, sich ja auch bei bei der Shu-Armee befindet. Weil die ist ja mit Liu Bei verheiratet. Drama, Drama hier. Just go out there and do as you see fit. Sun Quan setzt auf die strategischen Fertigkeiten von Luke Sun. Dann wollen wir mal zeigen, was wir können. Aber erst reden wir noch mit Ling Dong. Okay, I suppose I can believe in you. And our Lord has faith in you, so I suppose we should too. Was, du traust mir nicht so ganz? Nur weil Sun Quan sagst, du darfst mir trauen? Dann werden wir es dir beweisen, dass wir die Skills haben, hier Schlacht zu gewinnen. Ja, wenn er planlos angreift, der Gute. Oh, Ganing, mit dem reden wir natürlich auch noch. You've got some courage, kid. I think I like you. Ja, das können wir ausnutzen, wenn er planlos angreift. Hinterhalt, Feuerangriff. So kennt man die Wurmee. March to victory! Oh yeah, verstanden. I shall protect the future of our kingdom. Allein ist Lu Meng nicht mehr hier, oder Lu Meng. Ja, das war früher geiler. Da bei Yiling mit der Musik. Da hatten sie Fate Corrupts Me. Bei Dynasty Warriors 5. Es war so passend. Es war der beste Soundtrack für. Oh, wir müssen da oben hin. Der beste Soundtrack für Wir müssen da oben hin, ja. Nee. Es war der beste Soundtrack für Yiling, weil er hat die Wut von Liu Bei so gut wiedergespiegelt. Müsst ihr mal eingeben bei YouTube. Fate Corrupts Me Dynasty Warriors 5 Soundtrack. Boah, so geil. Erst ganz langsam. Und dann. Und dann ging das immer mehr und kam immer mehr dazu. So richtig die Wut spiegelt das wieder von Liu Bei. Einfach nur geil. Aber hier ist es halt nicht mehr so schön. Ja, mit Soundtrack ist ein bisschen mau teilweise. Manche sind ganz gut, aber wenn man zurückdenkt, Dynasty Warrior 3 ist. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass es mein erst Dynasty Warrior war. Und ja, da fand ich jeden Soundtrack epic. Fast jeden. Auf jeden Fall. 95% aller Soundtracks waren da echt geil. Und es hat auch so ein bisschen einen nostalgischen Charakter, weil es halt schon so alt ist für mich. Und dann verdrängt man das Schlechte und erinnert sich nur an das Gute und ja, deswegen. My goodness, wieso hängt der da fest? Ja, jetzt stirbst du auf einmal, ne? Oh, Luke Sun kommt. Ups. Selbstmord. Harakiri, oh, Chang'da wurde getötet. Guangxing! Du Idiot, das wirst du büßen, das wirst du büßen. Büßen, büßen, Mann, Zuran, Feuerangriff. Gibt's jetzt Zuran? Zuran! Yes! I like that. Er kennt nicht den guten Zuran bei Yiling. Achso, wir müssen nur die Base sichern. Jetzt müssen wir Zuran helfen beim Feuerangriff. Okay, okidoki. Das machen wir doch ganz flott. Oh ja, denn wir haben irgendwie Doping geschluckt. Dann sind wir schnell da und Energy Drink noch dabei. Dann geht das ganz flott hier. Schneller als bei Usain Bolt oder so. Oh, boah, Zong. Wieder am Abkratzen. Tschüss mal, Zong. Musst du schon selber rauskommen aus der Situation. Deine Hilfe ist willkommen. Ja, tschüss, Mann. Das war die Hilfe. Einmal Hallo gesagt, fühlt sich nicht so einsam. Die Sterbehilfe leisten schon die Gegner, muss ich das nicht mehr machen. Verstehst du? Mazong, so ganz cooler Typ, Mann. So, jetzt aber. Schultotale Übermacht. Liu Bei sendet all seine Streitkräfte. Weil er so von Rache erfüllt ist, aber jetzt. Oh, Mazong, nein, der Scherzkeks. Zuran ignoriert Befehle, das sie gehört. Was soll denn der Scheiß? Mach, was wir dir sagen.
Dreckskerl. Ja, jetzt müssen wir erst hier ein paar Offiziere besiegen. Respekt holen, ey. Vertraute eigentlich. So ein Dreckskerl. Ja, Mifang ist tot. Mann, geht alle sterben! Aber auch die Gegner mal. Dem helfen wir jetzt. Die Gegner auch mal sterben gehen. Komm her. Dreckskerl. Fei hi, du. Und tschüss, Mann. Boah, mehr Abwehr, mehr Abwehr. Mann, gibt's gar kein Leben. Oh, jetzt zack die R2-Taste wieder. Na gut, jetzt geht's. Huang Quan ist eben schon so viele Männer vor uns getötet. Das geht zurück. Und ja, don't make me laugh. Jetzt zeigt ihr mal, wer hier wen zum Lachen bringt. So, kleine Witzfigur. Zack. Denn du bist die. Voll die Feuchtgebiet hier. So im Wasser, oh Mann, ey. Bist du noch nasse Klamotten, Luke. So nur voll Wasser schon in den Schuhe. Platsch, platsch, platsch. Oh, jetzt ist er weg. Huang Quan, das war's mit dir. Das war's. Wir sehen uns nie wieder. Vielleicht im Jenseits. Oh, alle drei Power-Ups. Nice. Ja, Panzer. Kauf dir einen Panzer und sei froh. Wir gehen jetzt lieber zum Hauptlager. Oh ja, Fushi Rengma Leo Hua im Rampage oder was? Ich bin Leo Hua und kill alle. Früher habe ich ja immer nur auf leicht gespielt, wo ich klein war. Bei Dynasty Warrior 3. Und da war es immer mein Ziel, jeden Offizier zu beschützen und am Leben zu lassen. Wenn einer gestorben ist, habe ich immer wieder resettet. War immer lustig. Mann, in so einem Quan ist selbst schon in Schwierigkeit. Was geht denn? Juhua, ja. Zeig mal, was du kannst, wenn du so im Rampage hier bist. Bist du denn? Komm raus, stell dich mir wie ein Mann so. Eins gegen eins. Aber nein, kommst du mit deinen zwei Bros noch an, ne? Mhm. Damn! Viel zu viele Gegner. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir brauchen das Power-Up. Mehr Schaden. Für mehr Spaß. Und bam bam. Ja. Nicht so wie ich es mir erhofft habe. Oh, der Schwierigkeitsgrad ist stark gehoben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die ist wohl nicht so zu spaßen, wa? Genauso wenig wie mit dir, aber mit mir auch nicht. Idiot. Mann. Power up. Ich will mal das Rüstungspower-Up. Das ist meiner Meinung nach das Beste. Weil man im schweren Modus viel zu viel Schaden. Ach. Nimmt. Komm her. Wo seid ihr denn? Guangxing. Oh, Leben, 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 Leben. Was kann dir was Schöneres geben, als ein bisschen Leben zu haben? Oh, so, Liu Hua. Du warst immer um Rampage. Ich zeig dir mal, wie richtiges Rampagen geht hier. Mann. Oh, 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 du Dreckskerl. Wie sie Teamwork hier machen. Toll, ein anderer macht's, ne? Das ist euer Motto. Dreckskerle! Die Rechnung habt ihr nicht mit mir gemacht. Oh, Lia Chi, was machst du denn hier? Willst du hier Bodyguard machen? Ich dachte, du bist Sun Quans Frau. Dann beschützt den nochmal, denn der ist auch am Abnippeln. Ihm geht's gar nicht so gut, ne? Liegt im Sterben. Wie der Rest der Wu-Armee. Oh Mann. Ah, Shamoke. Ja, nur einer. Schon war es nur einer. Guaxing, yes. Tschüss, Mann. Dreckskerle, die haben echt gute Arbeit geleistet. Gegner. Und nur Abwehr-Power-Ups. That's what I needed. Weil die Abwehr ist echt schlicht. Jetzt müssen wir das Lager noch sichern. Ja, Guanzu, lassen doch. Kann nur nix. Mag Guanzu ja nicht. Ja, chill. Jetzt sollen wir doch zum Hauptlager locken. Erst, jo, schnell, töten, sonst kommt er noch dahin. Was ist das denn für ein Mist? Ja, chill. Ja, ist doch gut. Vernichten Sie Guanzu. Guanzu richtet schwere Stellen bei Wuami ein. Eilen Sie sofort zur Hilfe. Ich stehe da die ganze Zeit neben und... Oh Mann, ey. Ich stehe das da tausendmal. Sowas ist immer asozial im Spiel. Das ist langweilig. Scheiße. Komm her, Guanzu. Jag mich doch. Spielen wir halt ein bisschen fangen. Dreckskerl. Folgt mir doch.
folg mir doch, du dummer Charmeur. Bao San Yang steht auf dich. Oh Mann, komm her. Folg mir, du Dreckskerl. Wow, der hat Power. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Das sagt sogar das Ferkelschwein. Wow, Mann, der hat Power-Ups, Mann. Angriffs plus, Verteidigungs plus, Schnelligkeit plus. So ein Assi-Scheiß. So, jetzt. Tick, dit. Hinterhaltstruppen. Meine volle Scheiße, ey. Das ist gar nicht epic. Scheiße, Mann. Und tschüss, Mann. Jetzt kassierst du aber so richtig. Ja, wo sind deine Power-Ups? Schwächest du etwa? Och, eine Runde mit Leichtfiguren zu. Oh. So, jetzt aber hier. Boah, wir kassiert, aber so richtig. Tschüss, Mann. Und bäm. Wie der Ex-Angriff kaum Schaden macht. What the fuck? Aber das macht Schaden. Und ist sein Ende. Ende im Gelände. Puh. Scheiße. Ich will doch nur mehr leben. Gib mir ein bisschen Leben. So ein Fleischbällchen fände ich so richtig epic, aber kann halt nicht alles haben und ich habe gar nichts. Also gar nichts ist schon ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Aber ich kann da nichts dran machen. Gebt ihr mir auf wenigstens Fleischbällchen, ihr Idioten. Da nichts zu knabbern dabei. Ist aber kein guter Proviant für eine Schlacht wie Healing. Was soll's. Zu Ra'an Ex. Eskortieren. Gut. Dann eilen wir mal zu dem Misstrauischen hin. Oh Gott. Ein Fass. Komm schon, alles voll. Na gut, immerhin 100. Nicht 50. Immer positiv denken. Positiv denken. Wäre sehr gut. Soll das eine Falle sein? Oh, jetzt blockiert die da auch noch und fühlt sich cool. Zu Ra'an, wir helfen dir. Boah, ey, voll krass, dass du kommst, obwohl ich dich eben scheiß niedergemacht habe, ey. Wow, Xiu Xing alleine. Nein, hat natürlich noch einen Bodyguard dabei. Zhang Bao. Wow, 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 wow. Zhang Feis Vater oder Onkel. Onkel war es, glaube ich. Mann, fuck, fuck, fuck. Scheiße. Zu Ra'an, hilf mir doch mal, wenn ich dir helfen soll. Warum hilfst du da nicht mehr? So ein Assi. Assi. Oh, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Nein, das ist doch Mist. So ein Mist. So, Lian Chi kommt. Yes. Jetzt locken wir die Olle noch zu Ra'an. Zu Ra'an, ja. Mhm. Komm her, komm her. Zhang Bao, komm. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt zu dritt. 3 gegen 2. Eben 2 gegen 1. Rechte Strafe jetzt hier. Bogenschütz, mich sie hasse. So, Zhang Bao, du kannst mir jetzt auch mal helfen. Du Idiot. Ja, endlich. Endlich. Panzer, ja. Weil er sich keinen Panzer gekauft hat. Ist er jetzt tot. Was soll's. So ein Scheiß. Guckt euch mal die Armee an. Okay, die andere ist auch nicht besser. Boah, so viele Deaths. Ist das denn nötig gewesen? Nur wegen Liu Bei. Der ist schuld. Oh Mann, die Bogenschützen in Dynasty Warriors. Wieso befolge ich die Dynasty Warriors Regel nicht mehr? Bogenschützen erst töten im schweren Modus. Fuck you all! Fuck you all! Oh nein, von hinten nehme ich doch nicht von hinten, Yuying. Ich will nichts von dir. Nur dich töten vielleicht. Und tschüss, Mann. Erstmal die Bogenschützen töten, die sind noch eine größere Bedrohung als Yuying. Es glaubt oder nicht, aber es ist so. Jetzt müssen wir weglaufen. Oh, die geht baden. Geh baden, Yuying. Geh sterben. Ja, mit Zhang Bao wäre ich wohl fertig. Tschüss. Und bäm. Ja, das ist echt ein schwacher Ex-Angriff. Aber jetzt. Stirb. So, nur Yuying. Oh Gott. Sun Quan hat auch Probleme da unten. Oh Gott, das ist schwer. Aber ich will die Herausforderung, ich liebe die Herausforderung. So. Stirb doch endlich mal. So, jetzt kommt der Konterangriff. Oh yes. Zu Ra'an, Weite deines Amtes. Oder auch nicht. Doch. Zu Ra'an ist beim strategischen Punkt angekommen.
Und wieder der allseits bekannte Feuerangriff der Wurmi. Die Wende kommt. Nicht die Wende von der Berliner Mauer, nee, nee. Nee, nee, die Schlachtenwende. Umfassender Angriff. Tja, Liu Bei. Rache-Acts helfen dir nicht gerade zum Sieg, aber wir müssen jetzt erstmal Sun Quan retten. Und Ling Tong. Spring doch darüber. Luke Sun, Mann. Genau das habe ich befürchtet. Sun Quan braucht Hilfe, weil er seinen Schnuller vergessen hat. Mann, das sind doch nur einfache Offiziere, Sun Quan. Soll ich dir auch noch beim Scheißen helfen, oder was? So ein Bullshit! Mann! Ja, no mercy, ihr habt gut reden, er helft mir auch mal, ey. Wo ist das Sprüche, kann ich auch machen? Oh, oh, Dreckskerl. So ein Sprung voll der Styler. Bam. Oh Mann, wie es keinen Schaden macht. Luke Sun, du hast Schaden. Du hast vollen Schaden. Yes, 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 yes. Ach komm, oh nee, das ist doch nix. Ich kotze hier zwei Tasten an, dass sie nicht funktioniert. Oh, 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 oh. Oder war es ein Verbündeter, der hier Musu macht? Ja, Sun Quan. Kommt, wo seid ihr? Da seid ihr. Ja, Sun Quan nimmt uns den Kill weg. Ist klar, Murat. Wo bist du jetzt? Yo. 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 So. Take that. Und den noch da hinterher. Und nicht diesen zu vergessen. Wow, wow, wow. Und down. Ich vergewaltige mal kurz meine R2-Taste. Wenn man es hört, kann ich nichts dazu. So. Jetzt geht's im nächsten wieder. Yes. Komm schon, komm schon. Yes. Leben. 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 Ist das rar gesät in diesem Spiel? Oh, da hinten noch mehr Leben. Leben, was kann was Schöneres geben? Dum, 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 dum. Endlich ist das Niveau. Auf höchstem Niveau. Echt sehr guter Schwierigkeitsgrad. Wird schon mal gefordert hier. Aber schwerer darf es echt nicht werden. So finde ich es perfekt. Perfekt, das macht den cool auch nicht mehr fett. Auch nicht mehr fett. Sagt die Jeanette. Und die frisst ein Baguette. Dass ich hier wieder laber. So. Jetzt geht's rüber auf die andere Seite. Ich bin stolz, auf deiner Seite zu sein. Dum, dum, dum. So, jetzt immer hier rüber. Die ganzen Mauern und Wände. Mauern, Wände, ne? Erinnert mich an Berlin, DDR und so. Nein. Die halten uns auch nicht mehr ab. Das ist ja heilig. Wieso wird jetzt das angezeigt? Okay. Your Base aufgetaucht. Nein! Ja, jetzt zieht er sich zurück, ne? Feigling. Du dummer Feigling, der dumm. Shin-Chi! Der hat das Chi raus. Der kontrolliert sein Chi, das innere Chi. So, komm her, mein Lieber. Der Feuerangriff. Ja, ich sag nicht das böse F-Wort. Naja, ihr wisst, was ich meine. Macht der genug zu schaffen, sagen wir es mal so. Dum, 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 dum. So, jetzt helfen wir erstmal den Alliierten. Ja, Tore auf, Mann. Sesam, öffne dich. Thank you. Zhangnan. Zhangnan. Boah. Ihr Dreckskerle mit euren Sturmangriffen. Ich stürme auch mal was. Nicht euer dummes Steinlabyrinth. Aber erstmal die ganzen Gegner hier besiegen, dass unsere Truppen vorpreschen können. Dann sind wir nicht alleine gegen Liu Bei. Sehr vorteilhaft. Boah, Gesundheit plus 20. Epic. Epic. Komm her, lieber Malian. Auch so ein kleiner Stratege. Tja, musst aber auf Liu Bei hören, der Gute. Der hat gesagt, Angriff, scheiß drauf, wir brauchen Strategie. Ich will mein Rache-Eck durchführen. Komm her, ich gebe dir den finalen Stoßen. Heute noch nicht, aber jetzt. Mit diesem Ex-Angriff. Wow. Bitte bereuen. Ja, schick mir deinen Geist, wenn du tot bist. Der wird mich bis in meine Träume verfolgen und mich peinigen. Jetzt kann ich lieber einschlafen. Spaß beiseite. Dum, 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 Wuban.
Ein sehr schwacher Offizier. Der Tag gehört dir. Seht ihr? Gar keine Herausforderung. Ach, wer plus 4? What the fuck? Okay. Für den? Manchmal habe ich so das Gefühl, dass sich das nach Kombos richtet, aber. Fände ich nicht so geil. So, nur Liu Bei, gell? Zhao Yun? Kidding me? Okay, das ist eine zweiteilige Schlacht, der ist Liu Bei. Schon im Labyrinth habe ich das eben auch gelesen, aber ich habe gedacht, der steht da noch. Weil bei anderen war es immer so, dass man den da verfolgen konnte. Bei den anderen ist die Warriors. Komm her. Zhao Yun, kannst dein Meister nicht mehr beschützen. Naja, Leben plus 400 war zwar fast voll, aber voll die Verschwendung. Was soll's? Den kriegen wir doch noch down. Den guten Zhao Yun. Oh, aber nicht, wenn seine Truppen nerven. Und da hinten sind, glaube ich, Bogenschütze, die müssen weg. Jo, und zwar nicht wenig. Scheiß, die waren nicht an. Hat man euch denn ins Zieren geschissen? Oder an der Wand? An Ikea-Möbel. Und down. Leicht. Eins meiner leichtesten Übungen. Dion war ja ein Riese, vor allem der als Zhao Zhao aus Leibwächter diente und ihm nicht von der Seite wich. Nach dem Angriff von Zangxius auf der Burgwand stellte er sich allein gegen die feindliche Truppe und opferte sein Leben, um Zhao Zhao die Flucht zu ermöglichen. Jo, Dian Wei. Jiaxu hat ihn erschießen lassen und Jiaxu hat sich dann der Wei-Armee angeschlossen, lol. Ja, Zhao Yun. Gib mir nicht den finalen Stoß. You don't say. It's about time I got to have some real fun. We'll take care of this. Very well. I am in your debt. Und schon geht's weiter. Ins Labyrinth, aber. Hä? Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich mag ja Spiel, aber ich möchte auch Kritik äußern. Leute, guckt euch das mal an. Jetzt sind am Rand wieder Offiziere, wo wir. Yo, Shen-Chi ist schon wieder da. Also, das macht doch so keinen Sinn. Warum sind die da jetzt wieder? Ich verstehe es nicht. Natürlich sagen die immer, sie ziehen sich zurück, aber ach komm. Passt doch nicht so ganz zusammen. Aber soll's. Trotzdem tolles Spiel. Einfach alles umhauen. Und schon ist der Sinn wieder da. Komm her. Du eine dicke Keule! Ich will gar nicht wissen, ob du noch eine dicke Keule hast. Nein, Spaß. Ja, mal ganz eben ernst, hat er die vom Zug zugeklaut oder was? Das ist sehr merkwürdig. Es wird wieder ein bisschen länger, der Part, aber es macht euch hoffentlich nichts. Ich hab Bock drauf. Die Schlacht soll eins bleiben. Zuge Leon, Liu Bei. Ciao, Yun ist auch wieder da. What the fuck, man? Yu Ying, Wuban! Fix! Die sind alle wieder da. So Mist. So ein Mist. Wuban, bahn dir deinen Weg in den Tod. Was dumm ist auch, dass der Feuerangriff hier gar nicht mehr ist. What the fuck, das passt überhaupt nicht. Aber, nur gut. Komm her, du gehst jetzt drauf. Dreckiger. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Nimm die Bodenwelle, die Druckwelle und sei zufrieden. Gönn dir einen Keks und weiß die Ecken ab. Keks hat doch keine Ecken. Das war der Witz. Onkel Fritz. So. Pferdchen. Epona. Und greifen wir die auch noch an. Ja, Leute. Falls euch das nicht passt, so spiele ich Dice Warrior. Jeden Offizier besiegen, die Erfahrungspunkte mitnehmen und, naja, so Beat-Em-Up-Style, ne? Immer 1 gegen 1 Duelle, jeden Offizier suchen, aber so mache ich das halt. Die Erfahrung ist wichtig, vor allem im schweren Modus. Und damit helfen wir auch den Verbündeten beim Vorankommen und gemeinsam sind wir stark. Wir brauchen Verbündete gegen Liu Bei. Und der ist richtig wütend.
Er geht end up in dieser Schlacht. War schon immer so. In jedem Dynasty Warriors. Fancy. Warst aber noch nicht in jedem Dynasty Warriors, oder? Du bist neu. Brandneu. Kaufen Sie diesen Fancy. Er ist brandneu. Nicht ein abgelaufener. Nein, sondern brandneu. Ja, kannst du echt mal langsam anstrengen hier. Help me out in this situation. Ein paar sprechen schon Richtung Labyrinth. Bis freudig find. Ne, mal ganz ehrlich. Yes! Die helfen uns. Ich will nicht allein ins Labyrinth. Nicht so, dass ich Angst hätte oder so. Ganego und Lingtong, Leute. Die Rivalen. Nicht schlecht, der Specht. Finde ich cool. Da, da, da. Scheiße. Natürlich ist das Labyrinth der Steinwächter wie immer mit Fallen bespickt. Manchmal in anderen Dynasty Warriors wusste man manchmal den Weg nicht. Oder musste man erst ein Rätsel lösen. Hier sind's Fallen. Ist cool gemacht wie immer. Aber müssen echt aufpassen. Sackgassen können tödlich sein. Oh, Phantomsoldaten. Tukuliang, was geht? Nicht so in schweren Geschützen greifen. Bisschen overpowered, aber sonst ist alles okay. Alles im Rahmen. Rahmen-Nudelsuppe. Wer kennt die? Schnell durch. In der Mitte halten kann ich euch nur empfehlen, denn erwischen euch die Speere nicht. Danke, dass ihr mir das Gegenteil bewiesen habt, ihr Spatenspeere. Ja, dann halt kein Pferd, Pferdchen. Wo ist Geschichte? Was soll's? Abkürzung! Geh da oben bestimmt nicht lang. Ich besieg jetzt Zhuge Liang, dass das Labyrinth hier auch mal chillt. Ja, du fühlst dich wohl ganz cool mit deiner Abwehr, ne? Ja? Ganz cool, ne? Ich bin Meisterschutträger, du kannst mir gar nichts sagen. Oh doch, vom Schwert kämpfen kann ich dir wohl was sagen. Dein Fächer! Fächer mir mal Luft zu. Hitze des Gefechts erschöpft mich. Nein, Spaß. Mach das Ding auf. Und das Labyrinth der Steinwächter funktioniert nicht mehr. Let's get this party started. Aber Yu Ying hat natürlich auch noch einen Ass im Ärmel. Und das sagt, guckt euch die Scheiße mal an. What the fucking Scheiße? What the hell? So, wir kämpfen jetzt hier ganz in der Ecke, dass die Scheißdinger mich nicht treffen, hier die Aberläste. Und du musst ganz schnell ins Gras beißen. Du gehst mir aber ganz doll auf den Senkel. Qualität von Enkel, Yu Ying. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So viele. Oh, Moloch, 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 Moloch. Oh Scheiß, die Wand an, ist das schwer. Schwerste Stelle, glaube ich, jetzt. Ja, klar. Ja, klar! Mann, geht Scheiß! Moloch und Dauern! Meine Fresse! Wenn da beim Speerfeuer stehen bleibt, ist man sofort tot. Halleluja, ist es mies. So. Schnell hier nochmal reingucken. Yes! Leben, was ganz Schönes geben. Schönes Zähnchen schenken, Leute. Ist. Schnell da durch, schnell da weg. Was ist eigentlich mit unserem Boss? Sung Wan, gib bloß weg, Mann. Ja, aber lässt sie what in dich. Gott! Das war Adrenalin. Das war echt Adrenalin. Schlimmer als in manchen Jump'n'Run-Games. Halleluja, ey. Boah. Ja, klar. Ach du. Ja. Mhm. Jetzt sperrt das so quasi noch aus. Ja. Mal ciao. Ja, ciao. Hier kommt auch noch. Aha. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Mhm. Ja, klar. Warum denn nicht? Hier nochmal durch war ja so schön, ne? Aber ihr schießt nicht mehr, gell? Ihr schießt nicht mehr. Yes. Gibt's ja noch ein Torwache. Verwiesel dich, du Spaten! Dreckskerl. Das Fass aufgeschlagen, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. So, Tor ist open, Dort ist opened. So, jetzt den Typen hier besiegen in Machau. Ist es Machau? Machau, schau doch mal, Machau. Ne, Masu, what the?
Du machst also hier noch Ärger. Verwirrung im Labyrinth. Finde ich gar nicht so nice. Und diese Attacke, die finde ich richtig episch. Die macht Schaden ohne Ende. Take that and tschüss. Mann. Boah, epic. Voll der Styler. Und tschüss. Jetzt funktioniert es aber wirklich mehr. Jetzt könnt ihr alle eure Moral wieder auftanken. Sun Quan, ich helfe dir noch aus. Mach Chao ein ernstzunehmender Gegner. Oh, Chao Yun kommt auch noch. Sollst nicht in der Nähe meines Lords kommen. Und sind wir das? Aber sowas von gar nicht. So, die sind nicht mehr verwirrt. Können sich nicht mehr selbst verletzen von Verwirrung Pokémon Insider, was soll's. So. Na, Chao! Schau deinen letzten Sekunden an. What? Ah, das war Maliang. Ich hab mal Chao eben gelesen. Epic Fail. Ach kommt. Was soll's. Aber Chao war doch hier sonst immer in dieser Schlacht. Ich verstehe es nicht. Dynasty Warriors sind nicht einstimmig. Nein. Damn. Ja, wollte er mich jetzt umzingeln? Auch du wieder. Ja, kann ich gerne kontern. Hier. Wenn dir das besser schmeckt. Oder das. Ach komm, interrupted mir irgendwie doch nicht. Ihr scheiß Dreckskerle. Schnell aus dem Getümmel raus. Nie umkreisen lassen. Das war nicht gut von mir. Wollt die Rundum-Attacke machen. Aber es hat nicht funktioniert. Na komm. Was ist das? Rundum-Attacke, yes! Die macht am meisten Schaden, ihr seht das schon. Hallo? Liyuning, was soll das? Finde ich Gunning besser. Sun Quan wieder, Killstil Nummer 2 in diesem Part. Du bist der Beste. Nur weil du der Anführer bist, fühlt sich cool, oder was? Boah, klau dir jetzt mal so einen Kill und sahne wieder den Ruhm ab. Was Lux Sun den Ruhm nicht kriegt für seine Strategien hier. So was Asoziales. Gönnt er dem keinen Erfolg. Ja, well done. Muss ich zu dir auch sagen. Echt gut. Well done. Super Kill gestealt. Komm her. Wo bist du? Da. Yes, und tschüss, Mann. Und diesmal kassiert Sun Quan nicht den Kill. Yes. Shall meet again. Im Jenseits. So. Auf geht's zu Liu Bei, gehen wir dem eins auf Mütze, auf den Kaiserhut. Und nicht auf Kaiserschmarrn. So, jetzt ganz schnell dahin. Meine Party ist schon lang genug, aber ich find's okay. Was soll's, habt ihr mal einen langen Dynasty Warriors Teamfall. Und Angriff? Was machen die da eigentlich? Zotai und Zuran. Ja, wir chillen da mal so ein bisschen. Dann können wir nicht sterben, weißt du. Lieber Sun Quan, unser Anführer, in Tod schmeißen. Wir warten, bis der Arzt kommt, so. Wisst ihr eigentlich, woher das kommt? Warten, bis der Arzt kommt, von den langen Wartezimmerzeiten. Wenn man da echt manchmal sowas für lange warten muss und dann warten, bis der Arzt kommt. Daher kommt das. Däm. Sturmangriff! Angriff! Oh yes! Jo, hat ja echt sehr viel Schaden gemacht. Guck mal auf Leitungs Energieleiste. Ach, Leitung. Du hast wieder eine lange Leitung, ne? Anleitung, Umleitung. Sind deine Brüder und Zeitung. Seine Brüder. Ach, nichts gegen meine Brüder, jo. Denn, sag mal, da warst du. Bam. What the fuck, Mann? Was macht... Nein! What? Oh nee, ey, so viele Bogenschützen. Ihr geht jetzt mal ganz schnell sterben, aber sowas von schnell. Oh, ich brauch keiner. Mann, so eine Kacke. What? Das war auch nicht sehr sozial, deswegen gibt's diesen Konter. Oh Mann, das macht einfach keinen Schaden. Ich werde jetzt den zweiten Move mal benutzen. Ihr Drecks. Mann, wo ist überhaupt meine Verstärkung? Alles alleine muss man machen hier. So ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck. Ich will mich jetzt hier nicht mehr besiegen lassen. Mir kurz vorm Ziel, das wäre ärgerlich, alles normal machen zu müssen. Oh Gott, oh mein Kindes. Oh Gott.
Seht ihr, hätte ich das auf normal gespielt, hätte ich jetzt das ganze Emotionen, das ganze Adrenalin nicht. Wäre so jetzt viel qualitativer als Let's Play und hier take dead, voll Chuck Norris Kick, ey. In your face. Roundhouse Kick. Und nochmal, Falcon Kick! Bam. Wow, ab Angriff plus 4, was für geile Power-Ups sind, das ist so geil. So, jetzt nur noch du, Zhang-Yi. Du kannst deine Armee auch nicht mehr beschützen, denn du bist schon tot. Schon tot. Wir hatten ja ein kurzes Vergnügen, ne? Kurzes Blind Date. Warst nicht der richtige Typ für mich, muss man mal so sagen. Und ihr sowieso nicht Bogenschütz. Boah, alles voll. Extra nochmal für Liu Bei. Geile Sache, echt geil. Ja, ist der da im Tor verbuggt oder was? Nee. War nur ein Kartenanzeigefehler. Und tschüss, ihr blöden Bogenschütz. Geht sterben. Burn in hell, bitches. Oh yeah. Ganin gibt mir recht. Und du. Erst recht. So. Auf zu Liu Bei, wir sind nicht mehr alleine. Komm, Ling Dong, Lian Chi. Hauen wir den eins auf Rübe. So, jetzt. Wie er immer noch sauer ist. Ah. Willst du jetzt gegen die ganze Fuhrarmee alleine? Okay. Da ist eine Suizidgefährdung. Wir von der Fuhrarmee sind nur die Sterbehilfe. Also, nimm diesen Preis in Kauf. Und wieso hat er hier keine Power-Ups? Was ist das für ein Loop, Liu Bei? Aber ich wette, der boostet sich noch auf, wenn er die Hälfte verloren hat. Und sonst, normal bei Yiling, war es immer so. Nimm das! Was mit deinen Ancestors? Deinem Vorfahren? Weiß der Geier, weiß der Teufel! Ja, seht ihr. Yiling ohne Liu Bei mit Boosten gibt's nicht. Liu Bei kommt in Schwung! Auch damit willst du mir also drohen. Ich sehe nicht, dass deine Abwehr großartig gestiegen ist, denn wir sind viel zu mächtig für dich. Also verbiesel dich. Geh wieder ins Kinderheim. Geh wieder zurück in deinen Kindergarten, in der Krabbelgruppe. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, oh. Do. Oh, wir haben auch Abwehr plus. Denn das ist dein Ende. This is the end. You know. Oh, nee. Er hält's noch raus, aber das war's. Schlitz. Boah, hat die schon grüne Kleider an, ey, voll. No. I must avenge my fallen brother or die trying. That would be foolish. Sun Quan. Lower your weapon, Lu Xuan. Shu has been destroyed. They have not the means to oppose us anymore. Just don't want to bring any more pain to my sister. Brother, thank you. The wisdom of Lu Xuan and the bravery of the Wu soldiers combined to defeat the enraged Liu Bei. Having lost the will to go on, Liu Bei fell ill and soon became unable to oppose Wu. And at the urging of Sun Shangxiang, he formed an alliance with them. Meanwhile, following the death of his father Cao Cao, Cao Pi declared himself Emperor of Wei and moved to invade Wu. It was a sign of the threat that an alliance between Wu and Shu posed to his kingdom of Wei. Sun Quan himself led his troops onto the field and lay in wait for the impending battle at Dongkou. Within the ranks of the Wei army was the feared general Zhang Liao. However, the old Sun Quan, who had cowered in fear before him at Hefei, was no more.
Lu Xun, Ding Feng, Zhou Tai, Ling Tong, Lian Shi. The leader of Wu was surrounded by many brilliant young generals and courageous veterans. Brimming with confidence, Sun Quan boldly stepped forth onto the battlefield. Oh yes, Sun Quan, die Schlacht von Dong Ku. Eine eher unbekanntere Schlacht. Gab's in anderen Dynasty Warriors, soweit ich weiß, gar nicht. Ich glaube, eine Seeschlacht. Sometimes it feels like I've spent my whole life just watching others. When my father and brother were alive, I used to resent the fact that all I was good for was watching. But not everyone can do that. It is your talent. Yes, my sister and Zhou Yu said the same thing. I have come to realize that it is not so bad. With your help, we have been able to keep Wu safe. My lord, you must never forget that it is your wisdom and vision that has kept us all safe. It's very kind of you to say so. My lord, preparations are complete. We await your orders. Listen, men. We defeated the forces of Shu at Yiling. Now we must defeat Wei and prove we are the mightiest of the three kingdoms. That is the only way to bring peace to Wu and happiness to my people. Fight, soldiers of Wu, for our kingdom and for our families. Forward to glory. Oh yeah. Aber erst im nächsten Part. Hoffentlich ist so Qual auch wirklich so gut, wie ihr hier tut. Schauen wir mal. Aber Daumen hoch für eine extra lange Part Dynasty Warriors 7. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Macht's gut.